In Ungarn arbeitet die Regierung von Viktor Orbán unentwegt an ihrem Ziel, eine sogenannte illiberale Demokratie aufzubauen. Also eine Demokratie, in der zahlreiche Freiheiten beschnitten werden. Fast unbemerkt bringen die Regierungspartei Fidesz und ihre Anhänger auch immer größere Teile der ungarischen Wirtschaft unter ihre Kontrolle. Das Ziel? Eine sogenannte illiberale Wirtschaft. Dabei gehen sie oft mit fragwürdigen Methoden vor. Es sieht aus wie eine Idylle. Ein Biolandwirtschaftsbetrieb auf staatlichem Pachtland, eine Stunde südlich von Budapest. Doch Biolandwirtin Sándor Neács wurden die Felder vor 5 Jahren einfach weggenommen. Eine Gruppe von Leuten rund um Ministerpräsident Viktor Orbán saugt das Volksvermögen auf. Das Land, die staatlichen Betriebe, die Fördergelder der Europäischen Union. Es gibt Skandale über Skandale. Aber das ungarische Volk ist wie gelähmt. Ein Fidesz-Mann im Landwirtschaftsministerium teilte das Pachtland einem befreundeten Bauern zu. Das ist lukrativ wegen der EU-Landwirtschaftssubventionen. Der angebliche neue Pächter fuhr mit seinem Traktor auf ihre Felder, pflügte die Saat um und vertrieb sie mit Gewalt, ohne gültigen Gerichtsbeschluss. Ich schlage dich tot, wenn ich dich noch einmal auf meinem Land sehe. Wir haben diesen Entscheid angefochten. Er ist gegen die Verfassung. Das hat auch der Ombudsmann festgestellt. Und gegen das Gesetz. Der Fall der Biobäuerin ist vor Gericht hängig. Derweil rosten die Maschinen vor sich hin. Vor dem Parlament in Budapest treffen wir Ákos Hodasi. Er erzählt, wie die Regierungspartei Fidesz und ihre Freunde immer größere Teile der Wirtschaft aufkaufen. Oft mit Erpressung getarnt als Kaufangebot. Ich kenne Unternehmer, bei denen sind junge Männer aufgetaucht und haben gefragt, willst du deine Firma verkaufen? Sie sagten, nein, wollen wir nicht. Aber kurz darauf kam die Steuerkontrolle und schikanierte oder schloss die Firma. Um zu retten, was noch zu retten war, verkauften die Besitzer dann irgendwann unter dem Marktpreis. Eko fragte zahlreiche erpresste Unternehmer um ein Interview an. Aber keiner wagte, seine Geschichte vor der Kamera zu erzählen. Sind die Firmen dann einmal in Fidesz Hand, bekommen sie Zugang zu Staatsaufträgen und EU-Fördergeldern. Korruption, die immer wieder für Proteste sorgt. Das ist eine gefährliche Sache, die sich in Ungarn breit macht. Korruption schadet der Wirtschaft. Die EU-Subventionen, die unsere Wirtschaft am Leben halten, gehen nicht an innovative Firmen oder an wettbewerbsfähige Betriebe, sondern an jene Leute, die der Regierungspartei nahestehen und die bereit sind, die Schummelei bei der Auftragsvergabe mitzumachen. Das ist eine negative Selektion. Ministerpräsident Viktor Orbán. Im Februar lobte er in Budapest wieder einmal sich, seine Partei und sein Volk. Meine Damen und Herren, die ungarische Wirtschaft wächst seit 7 Jahren stetig. Weder die Zweidrittelmehrheit im Parlament noch das Wirtschaftswachstum haben wir als Geschenk bekommen. Wir haben für beides hart gearbeitet. Doch nicht alle haben hart gearbeitet. Laut der Europäischen Korruptionsbehörde OLAF werden in keinem EU-Land so viele Fördergelder aus Brüssel missbraucht wie in Ungarn. Beispiel Straßenlampen. In 35 Städten wurden sie auf LED umgestellt. Der mit EU-Millionen finanzierte Großauftrag ging an István Tiborz, den Schwiegersohn von Ministerpräsident Orbán. Auf Drängen der EU-Korruptionsbehörde untersuchten die ungarischen Behörden den Fall. Alles sei mit rechten Dingen zugegangen. Beispiel Autobahnen. Den Kies für die EU-finanzierten Schnellstraßen liefert oft die Firma von Győző Orbán, dem Vater des Regierungschefs. Bisher hat niemand gegen dieses Vorgehen geklagt. Kritische Medien wie die Zeitung Népszabadság kauft Orbáns Jugendfreund Lőrinc Mészáros. Er stellt sie ein oder verwandelt sie in staatstreue Propagandaorgane. Woher das Geld kommt, ist unklar. Die Vorwürfe seien alle nicht wahr, betont Regierungssprecher Zsoltán Kovács. Die ungarische Wirtschaft wachse zudem solide.
Es heißt, Fidesz kaufe Unternehmen im Energie- oder Entsorgungsbereich. Wir wissen um diese Anschuldigungen. Aber bedenken Sie dies. Was wir anstreben, unterscheidet sich nicht von dem, was die Deutschen, Franzosen oder andere Westeuropäer erreicht haben. Wir möchten, dass so viel wie möglich im Rahmen der europäischen Gesetze in ungarischen Händen ist, zum Wohl der ungarischen Unternehmen. Kleine und mittlere Unternehmen müssen gestärkt werden. Das dient dem ungarischen Unternehmertum. Vorwürfe erhebt die Opposition. Aber seien Sie versichert, wir halten uns an die Regeln. Alles andere ist Politik. Das nordungarische Städtchen Gödöllő geriet Ende Jahr in die Schlagzeilen, als der Müll nicht mehr entsorgt wurde. Für Stadtpräsident György Gemesi ist klar, die Regierungspartei sabotierte den von ihm aufgebauten Entsorgungsverbund, um ihn später zu privatisieren und unter ihre Kontrolle zu bringen. Im Moment kann man mit Müllentsorgung kein Geld machen. Aber wenn die Behörde die Müllgebühren erhöht, dann wird alles anders. Und dann dürfte für die Fidesz-Leute die Gelegenheit gekommen sein zur Privatisierung. Der Stadtpräsident wurde als Vorsitzender des Müllentsorgungsverbunds Grüne Brücke legal durch einen Fidesz-Mann ersetzt. Als Stadtpräsident ist er noch im Amt. Beim Fernsehsender HIR-TV, zweitletzter unabhängiger Sender Ungarns, ging der Verkauf kurz nach den Wahlen im Frühling über die Bühne. Alle Medienaufkäufe liefen offenbar legal ab, sind deshalb juristisch nicht anfechtbar. Tagesschau-Moderator Gergő Banyás wurde sofort nach der Übernahme durch einen Fidesz-Mann gefeuert. Er arbeitet jetzt für eine Zeitschrift. Das Vorgehen der Regierungspartei erklärt er mit deren Demokratieverständnis. Diese Leute empfinden Korruption nicht als Diebstahl. Sie sagen, wir haben ja die Wahlen gewonnen. Also steht uns das zu. Das Volk hat so entschieden. Das wichtigste unabhängige Medium Ungarns ist das Internetportal Index. Vor kurzem wurde auch dieses von einem Fidesz-Mann aufgekauft. Er könnte die Redaktion nun jederzeit verändern oder schließen. Wir denken hier vor allem kurzfristig. Wir genießen die redaktionelle Freiheit, die wir noch haben. Aber die Veränderungen in der Medienwelt Ungarns sind schon sehr beunruhigend. Und wir haben allen Grund, alarmiert zu sein. Die Regierung Orbán gibt offen zu, dass sie weitere Teile der Wirtschaft unter ihre Kontrolle bringen will. Alles laufe legal ab, sagt der Regierungssprecher. Ziel sei nach dem Aufbau einer illiberalen Demokratie auch der Aufbau einer illiberalen Wirtschaft. Das Scheitern der liberalen Wirtschaftsordnung ist weltweit offensichtlich. An ihrer Stelle suchen wir etwas Sinnvolleres, nämlich, wie können wir im Rahmen des europäischen Rechts eine Wirtschaftsordnung aufbauen, die dem nationalen ungarischen Interesse folgt? Das funktioniert. Der Oppositionspolitiker glaubt nicht an die illiberale Wirtschaftsordnung. Er ruft um Hilfe in Brüssel. Brüssel muss endlich erkennen, dass das ein krankes politisches System ist. Es wird mit europäischen Fördergeldern am Leben erhalten. Brüssel muss dafür sorgen, dass die Regierung dieses Geld nicht mehr stehlen kann. Das ungarische Beispiel der illiberalen Demokratie findet bereits Nachahmer in Osteuropa. Bald könnte auch die illiberale Wirtschaft Schule machen.